Schönen guten Tag zu Hause. Wir sehen uns hier den Maimarkt an. Den Maimarkt hier in Kaiserslautern. Das Mikrofon im Hintergrund gehört der Feuerwehr, liebe Zuschauer. An meiner Seite ist der Otto Petri, bekannt als Maler Wechsel. Und als Co-Moderatorin habe ich die Heide Fischer-Müller und den Herrn von Dano von der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Recht herzlichen guten Tag. Ich rede etwas schneller wie vorgesehen, denn ich sehe die ersten Polizeibeamten. Das heißt, der Zug ist schon im Anmarsch. Jetzt hoffen wir, dass die Geräusche ein kleines bisschen gedämpft werden, dass die Autogeräusche weggehen, sodass auch Sie zu Hause einiges verstehen können. So, Otto Petri, Sie sind ja auch mit dem Zug eigentlich schon öfters mal mitgelaufen. Ja. Ist das richtig? Mindestens 30 Mal. Ja, in einem ganz bestimmten Motto? Oder ja, früher war das immer so, da hat der Zug, der hat ein Motto gehabt. Entweder die Lieselotte von der Pfalz, die alte Deutsche, Kaiserslautern selbst, Stadt und Land. Und dann wurden die entsprechenden Kostüme dazu beschaffen. Herr von Dornau, Sie wissen das ja, Sie waren ja noch Arschen dabei. Es sind schon Flieger, also 55 ist so richtig losgegangen, aber 52 waren die ersten Sieg, also ein kleiner Sieg. Ich habe gerade ist gut. Ja. Ist gut. Vor ein paar Tage alte Programmhefte. Ja, ist gut. Ein Motto, das zur Zeit wieder passen würde, da gab es 1957, war es glaube ich, das Motto Karl May. Karl May, ja. Das jetzt zu der Ausstellung, die zurzeit im Kulturamt läuft, wäre das wieder ein richtiges Thema. Ja. Da haben wir die richtigen Kostüme gehabt. Ja. Ich war der Old Beverly. Gut, den ersten Zug, den wir hier haben, das sind, glaube ich, ist die Werkskapelle von Opel. Ja. Man hört im Hintergrund also schon die Musik. Die Kamera dreht sich jetzt gerade mal rüber. Der erste Beitrag, Werkskapelle der Firma Opel. Und wir können es schon sehen, Sie, meine Damen und Herren, noch nicht. Jetzt haben Sie die Kapelle im Bild. Genießen Sie die Musik und hinten dran kommen ein paar Opel Oldtimer. Dass die dann abspielen. Ja. Der Firma Opel. Ein Gruß vom Generalfeldmarschall, ich weiß nicht, wer es ist. Lang hieß er. Lang. Lang, ja. Er ist auch schon lange dabei. Fridolin Lang. Fridolin Lang. Ja. Wunderschöne Opel Oldtimer. Stehen die eigentlich in der Firma Opel? Weiß das einer? Nee, ne? Ja, doch, die Fahrzeuge gehören der Firma Opel. Wir sind da auch sehr dankbar, dass sie jetzt seit 2 oder 3 Jahren da gerne mitmachen, auch mit ihrer Werkskapelle kommen. Und die Oldtimer, finde ich, ist immer ein schönes Bild bei so einem Festival. Das ist richtig. An die Autos kann ich mich noch entsinnen, die jetzt vorbeifahren. Das ist also noch so ein bisschen im Gedächtnis. Baujahr? Schwer zu sagen. Also schwer zu sagen. So, ich glaube, das war es auch von der Firma Opel, der Beitrag. Jetzt kommt der Festwagen des Schaustellerverbandes. Wir waren gestern Abend eingeladen beim Marktumgang und haben also mit den Schaustellern und dem Herrn Henn, das ist der Leiter des Schaustellerverbandes, sprechen können. Der Wagen des Schaustellerverbandes steht eigentlich fest. Der hat einmal 7.000 Mark gekostet. Und wird immer wieder vorbereitet für diesen Maimarktumzug. Das heißt im Endeffekt, es müssen immer wieder 2.000 Mark geopfert werden, damit dieser Wagen, so schön wie er sich jetzt darstellt, hier vorbeiziehen kann.
Da macht ja auch der Schaustellerverband Herr Fordano einiges jedes Jahr, stellt er da auf die Beine, um das immer wieder richtig hinzubiegen. Sehr, sehr bemüht. Da sind auch Mitglieder des Marktausschusses mit drauf. Ah ja. Da werden also Bonbons geworfen, Kamellen geworfen. Ne? Der Herr Henn, ne? Er wiegt rüber. Wir haben diese Woche noch öfters Gelegenheit, auf dem Maimarkt zu sein, am Mittwoch zu einem Pressenachmittag. Da wird Uhr 30 noch berichten. So, jetzt muss ich auf meinen Plan gucken. Der nächste Beitrag ist der Fanfarenzug Sickinger Herolde. Die nehme ich an, kommen aus Landstuhl, ne? Ja, aus Landstuhl. Ja. Auch farbenprächtige Uniformen. Waren die auch zu Ihrer Zeit schon dabei, Herr Petri? Nee, die hast du noch nicht gehabt. Die hast du nicht gehabt, die neu. Also im Anfang, dann später, ja, selbstverständlich. Schöne Fahne mit dem Würfelmotiv. Ajo. Da gibt es ja irgend so zahlreiche Legenden mit den Würfeln, ne? Dass da einer die Steine runtergeworfen hat, die große nach Landstuhl. Ja, ja. Ja, ja. Aber bewiesen ist noch nichts. Ne? Ja, meine Damen und Herren, dahinter sind die Stäuben-Majoretts aus Waldfischbach-Burgalben. Das sind die lieben, schönen jungen Mädchen, die hier stabschwingend schon im Bild sind. Auch hier farbenprächtige Uniformen. Jetzt sehe ich gerade hier den Borgwart. Ja. Borgwart Club ist ein Mitglied der zurzeit in Kaiserslautern weilenden Delegation aus Brandenburg. Aha. Mit drinnen als Beifahrer, wenn ich das richtig sehe. Den haben wir heute wieder beim Mittagessen vermisst und er scheint Oldtimer-Fan zu sein. Und da fährt er jetzt die Westzugstrecke mit. Vielleicht ist er während dem Mittagessen schon rumgefahren und kann sich gar nicht trennen von dem Auto. Oder? Das ist schon drin. Jetzt kommt der Square Dance Club der K-Towners. Sind das jetzt Amerikaner oder Deutsche? Das ist gemischt, da sind sowohl als auch. Ja. Ah ja. Sie drehen und tanzen. Square Dance, Original American Western Music. Gemischte Gruppen wird wahrscheinlich auch etwas deutsch-amerikanische Freundschaft praktiziert in diesem Club. Ne? Viel Beifall vom Publikum für die Square Dancers. Ja, und jetzt sehen Sie bereits den Festwagen der Bayerischen Brauerei Kaiserslautern, traditionsgemäß mit wunderschön ausgestatteten Pferden, mit wunderschönen Gehängen. In den Fässer ist aber nichts drin, gell, Herr Petri? Nee, da ist nichts drin. Die waren immer leer. Ja. Aber damals, zu meiner Zeit, ist also das Benders mitgefahren. Ja. Benderbrauerei. Ja, aber die gibt es nicht mehr. Existiert nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt also die BBK drauf. Ich sag's ja richtig gleich. Es klingelt, die Pferde. Jetzt ein großes Bild auf die Fässer, das sieht man so in der Nahaufnahme, aber wie gesagt, leider ist kein Bier mehr drin. Na? Ich glaube, da war noch keins drin. Herr Petri sagt, da war noch keins drin. Naja, man weiß ja nicht, vielleicht. Und die Straußbuben, die werden dieses Jahr gestellt vom BBK-Chor, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. BBK-Chor. Genau, der Sänger. Genau. Hoffentlich können die noch singen, wenn sie nachher dort sind. Wenn die ankommen, dann kriegen die ja nichts mehr raus. Na? Anne Wackel Jakobine mit dabei und der BBK-Chor. Das waren die Straußbuben. Was haben wir jetzt drauf? Jetzt müssen Sie mir ein bisschen weiterhelfen, Herr Fontano. Wer ist das? Ja, ich muss jetzt erst wieder den Weg finden. Stimmt's nicht mehr?
Ah ja, doch, die Fritze Bollmann Musikanten von der Stadt Brandenburg. Fritze Bollmann Musikanten, jawohl, ja. Die kommen aus unserer Partnerstadt. Ja. Und gleich die Holzhacker hinterher, der Gebirgsdrachenerhaltungsverein. Die Holzhacker haben sich eigentlich abgespaltet vom Enzian. Die waren mal zusammen ein Verein und dann haben die sich getrennt und haben jetzt eine eigene Drachengruppe, haben die jetzt gegründet. Die Burm in den Lederhosen. Vielleicht fangen sie jetzt auch an zu blatteln, das sieht man noch nicht. Und jetzt die Fischbacher Reiter Holzhackerbubel hinterher. Moment, stockt der Zug ein bisschen, die Bremse beim Pferdewagen wird angezogen. Auch Pferde haben Bremsen, haben wir jetzt gesehen. Ja, ja. Ja, muss man irgendwie anhalten können, das geht ja nicht. Sehst du aber die Mik? Das ist die Mik. Das ist die Mik, das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes. So. Jetzt im Bild die Holzhackerburm von die Fischbacher Holzhackerburm. So, und jetzt kommen drei Fahrzeuge der Gasanstalt. Das erste sehen wir gleich hier. Wir sorgen für Wärme. Die Gasanstalt macht Reklame. Mal gucken, ob der Dr. Imesberger irgendwo drauf sitzt, aber... Ja, darum haben wir so schön wieder. Darum haben wir so schön. Ah, wegen Dr. Imesberger wieder Gasanstalt. Ach, teils. Ach, teils. Also, yeah. Wunderschöne Blumen sieht man da drauf. Na, echt sind sie wahrscheinlich nicht. Ja, weil sie sagen... Gasanstalt macht Werbung und Otto Petri vorhin von alten Zeiten gesprochen hat, ja. Weil da war es eigentlich noch mehr üblich, dass die Firmen, der Handel von Kaiserslautern sich an dem Maimarkt-Festzug beteiligt hat. Das ist ein bisschen zurückgegangen, ne? Das ist ein bisschen zurückgegangen. Eigentlich? Hat das mit Kosten zu tun? Oder? Ja, gut, die Mark sitzt im Werbeetat auch nicht mehr so locker bei den Firmen, aber wir haben die Hoffnung, dass es wieder besser wird und wir sehen ja heute zwar einige Beispiele. Und ich denke, dass wir Jahr für Jahr mehr von unseren Firmen, mehr von unserem Handel dazu bekommen, mitzumachen. Vor allen Dingen ist jetzt so, ihr habt jetzt den offenen Kanal und das Fernsehen überall dabei. Ne? Und da können wir auch ein bisschen Eigenwerbung machen und da zieht bestimmt noch mehr an. Gut, aber hoffentlich hören das viele. Das hören viele, das können Sie also sicher sein, dass es viele hören. Bei dieser Gelegenheit, Herr Petri, gleich bei dieser Gelegenheit begrüße ich mal alle Patienten der Klinik und die Leute der Seniorenheime, die also nicht am Zug direkt hier teilnehmen können und sich das anschauen. Dafür ist auch der offene Kanal so etwas gedacht, dass alle die Möglichkeit haben, jetzt hier live dabei zu sein. Herr Petri, Sie wollten was sagen, sagen Sie was. Ja, ich wollte bloß sagen, vorhin so eine Fahrzeugbewerbung. Die Firma Riedersbach, die hat mindestens als 30 Cabrios mit Luftballonen geschmückt und alles. Ja. Ich war selbst als Straußbub bei der Firma Riedersbach, war 30 Jahre mit dabei. Da. Ja. Das war meine erste Erfahrung mit dem Kerwebier, aber noch nicht die letzte. Also darum geht es dem Riedersbacher so gut heute. Das kann sein, das kann sein. Wir haben jetzt hier den Spielmannssohn von Eisenberg. Eisberger. Als nächstes, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuschauer, kommt der Gebirgsdrachtenverein Enzian mit wunderschönen Trachten, mit wunderschönen Trachten ins Bild. Und wie ich vorhin bei den Holzhackern schon erwähnt habe, das war mal ein Verein, die haben sich halt getrennt, aber jetzt gibt es den Enzian natürlich auch noch. Es gab auch mal einen Schützenverein im Enzian. Das ist alles so ein bisschen länger her. Aber ich sag, man sieht also immer noch auf der Enzian. Ja, unser Polizeiauto. Ich glaube, mit dem Gefährt käme man manchmal besser durch die Stadt, Herr von Danow, wie man richtig ist, gell? Ja, ja, da hätte man, bei der Baustelle könnte man besser durch, ja. Aber ja, vor allen Dingen tiefer könnte man fahren, viel tiefer. Ja, was jetzt kommt, unser der Festwagen der Stadt Kaiserslautern. Ja. Dieses Jahr haben wir den unter das Motto gestellt, Kaiserslautern, Mittelpunkt der Pfalz.
Ja, kann man ja auch so sagen, denn wir hatten ja die Eröffnung des Kultursommers, Theater und. Es war ja schon einiges los hier, das muss man feststellen. Einiges los. Wollen wir mal ein bisschen darstellen mit Industrie, mit Kultur, Handwerk. Hier symbolisch dargestellt, ja. Die Latmerspend mit drauf. Latmerspend, die macht ein bisschen was mit Eugen Damm, die bringt so seinen Text und so Sachen. Ne? Richtig, ja. Latmersch, das muss man für die Zuschauer sagen, die das Pfälzische nicht mächtig sind, ist eigentlich Pflaumenmus. Eine Pflaumenmarmelade. Ne, Herr Petri? Die Latmerschpend. Ja, schon gerade gesagt, es gibt Pfälzer, die sind das, also es gibt, die sind das Pfälzische nicht mächtig. Latmersch, was ist denn das? Das ist Pflaumenmarmelade oder Pflaumenmus. Ne? Latmersch ist Euro. Ja, es gibt ja, die verstehen das nicht. Ajo, Latmersch ist Pflaumenmus, ja. Jetzt kommen die ostdeutschen Landesmannschaften. Ich glaube, da können Sie ein bisschen mehr dazu sagen, Herr von Dano. Wissen Sie auch nicht genau, was jetzt und wer jetzt kommt? Da müssen wir zu ostdeutschen Landesmannschaften. Ja, das sind die Schlesier. Ah, das sind die aber mit dabei. Das sind ja, die sind einzelnen die Gruppen. Vereine, die, sind Vereine, die aus Ostdeutschland stammen, ja, sozusagen. Ja. Und das, die Tradition noch ein bisschen pflegen. Bestimmt. So sieht es aus. Ja? Diese Bergarbeitertrachten, ja, das sieht man jetzt da. Schlesien. Ne? Ja. Schlesien. Ja, Schlesien. Die pflegen noch die Mundart. Ja, die pflegen die Mundart. Die noch, die stirbt ja aus. Das Heimatverbundene noch, ja, ne? Ja. Unser Kameramann hat sich jetzt mitten auf die Straße gesetzt, aber nicht mehr nicht umgeworfen. Sind also Danziger, Schlesier, Siebenbürger, Sachsen, Ostpreußen und Pommern. Ja. Heide, du bist so still, du sagst gar nichts, du bist ganz begeistert von dem Zug. Vor allen Dingen von dir. Ja, von mir. Ja, ich muss ja immer ein bisschen was mal meinen Senf loslassen, dafür sitze ich ja hier. Aber du hast versprochen, du wirst nachher zum Tierschutz kurz ja, Stellung nehmen. Ja, möchte ich mal sagen. Komm, ich bin fasziniert von deinen Männern. Ah, das wollte ich jetzt nicht laut sagen, ne, Herr Petri. Wir dürfen ja, Sie dürfen das, ich darf das ja nicht. Ja, ich darf das. Ha? So okay. Alter darf das ruhig sagen. So der hat die Erfahrung. Ah, Sie haben die Erfahrung, ich kriege dann die bösen Briefe hin und her. Ne? Bund der Vertriebenen, Ostdeutsche Landsmannschaft, ja. Scheinen auch noch so die Trachten zu sein, die von das da sind, stammen. Ja. Es wird also alles noch gepflegt und gehegt. Der Wettergott hat es ja gut mit uns heute gemeint. Es ist zwar ein bisschen trüb, aber es kommt so nichts runter noch. Ne? Schon die Schlimmeres erlebt. Über Kreidegiste Insel Rügen sieht man hier Reichenberg Rathaus, Breslau Rathaus, alles gemalt, von Hand gemalt mit den Wappen. Hat man sich schon viel Mühe gegeben. Der nächste ist der Spielmannszug Siebersfeld. Auch wieder in schönen Uniformen, blau und weiß. Aber die Fahne, die sieht bayerisch aus, Herr von Dano. Siebersfeld und Bayern haben die Partnerschaft, ne? Ich glaube nicht, aber es kommt vielleicht auch aus der pfälzisch-bayerischen Zeit. Ah, ja. Ja, Bayern hätte ja die Pfalz gern noch, aber nichts ist, ne? Wir machen unsere Sache selber. Ja, wir Lautringer sind Altbayern. Ja, ja. Ich habe noch bayerische Geburtsurkunde. Ja, ja. Na, wir haben das aber schon für selbstständig, ne? Wir brauchen da nichts mehr zu bezahlen. Ja, ja. Deshalb gibt es ja noch die bayerische Brauerei, Kaiserslautern, ne? Ja. Sprudelkasten muss mitgenommen werden, das ist die Marschverpflegung. Die ist wichtig bei der Hitze. Bitte? Ich wollte gerade sagen, das fehlt hier noch. Wir sind hier im Dienst, das kommt hinterher. Jetzt haben wir vorhin vom Einzelhandel gesprochen, jetzt haben wir doch die Firma Hertie, kommt also doch mit Kostümen, Kinderkostümen, ne, so ein bisschen rüber. Ich kann mir vorstellen, die schwitzen auch ganz schön. Schön gemacht, ne? Siehst du, Heide, wenn du jetzt so ein Ding aufhältst, müsstest du die ganze Zeit hier sitzen, wird es viel, viel wärmer. Häschen, Zwerge, Drachen. Auch die Kinder kommen nicht so kurz. Das sind die Helfer und Helferinnen vom DRK, wie ich das so sehe. Die immer aufpassen und mithelfen, wenn tatsächlich mal einer Blasen an die Füße kriegt bei dem langen Marsch.
die sind natürlich unentbehrlich. THW, Technisches Hilfswerk, ne? Ja, alles hilft mit. Kannst du mal alle? THW haben wir der Unterstützung beim Festzug. Wir brauchen ja immer welche Leute, die den Zug auch begleiten. Und da hat das THW sich letztes Jahr angeboten, das zu machen. Herzliches Dankeschön dafür. Genauso wie für das Rote Kreuz, die Zugbegleitung machen. Da dürfen wir uns natürlich anschließen. Freilicht, Spiele Katzweiler, Pinocchio-Märchen, Don Camillo und Pepone. Und dahinter der Rallye-Club Barbarossa. Über den habe ich auch ein riesen Info. Wenn ich Ihnen das jetzt verlesen müsste, müssen wir die Sendung bis heute Abend machen. Das geht leider nicht. So ein bisschen kurz. Ne? Die machen also auch Geschicklichkeitsturniere, Zielfahrten dieser Vespa-Club. Die fahren also nicht nur zum Vergnügen darum. Entschuldigung. Und waren auch Europameister und bereits Vizemeister mit ihren Vespas. Fahren Geländetrail mit den Vespas, also Geländesachen. Haben da recht große sportliche Erfolge. Früher war die Vespa ja ein Allerweltsroller, heute sieht man sie eigentlich noch ganz selten. Ja, aber bei den Parkproblemen, die man jetzt in den Innenstädten hat, ist ja, der Vespa wieder eine gute Sache. Ich muss ja sehr viel in der Innenstadt rumkurven. Ich habe also gemerkt, das Beste ist, man läuft. Man hat also nicht das Problem, in irgendeine Baustelle reinzufallen oder zu fahren. Jetzt kracht es dahin. Aber irgendwann, Herr von Dahner, wird es ja in der Innenstadt mal wieder besser, dass wir die Baustelle weg sind. Ne? Seitdem es fällt jemand wieder was Neues ein. Fahrt neue Kabel. Das kann nur besser werden. Und wir bemühen uns. Nur die Hoffnung festgehalten, ne? Deshalb habe ich ja immer ein bisschen Sorge gehabt, wenn ich von der Stadt jemanden eingeladen habe, dass er die ganze Baustelle schafft bis zum Zeitpunkt, wo wir anfangen. So, jetzt sind wir wieder im Bild, liebe Zuschauer. Unser Moderatorin-Team, das sie versucht, den Zugteilen näher zu bringen. Bei der Vespa waren wir, die fahren hier noch ein bisschen rum, die Kinder mit dem Go-Kart, wie ich das gerade so sehe, und drauf sind wir immer noch. Naja. So, jetzt haben wir wieder Bilder vom Zug. Das Kolpingblasorchester Kaiserslautern feiert dieses Jahr sein 80-jähriges Bestehen und da war am 16. Mai bereits ein Jubiläumskonzert im Kolpinghaus Neue Eintracht. Die gehen auch jetzt wieder 3 Wochen nach Amerika, werden also Florida, Cincinnati, Ohio, Davenport, Iowa und so weiter besuchen. Und auch von Amerika werden junge Musiker in Kaiserslautern sein und ein Konzert geben demnächst, ich glaube im Juli. Das ist der Chor des St. Ambros, der St. Ambros Universität, ja, aus unserer Partnerstadt Davenport. Also die kommen nach Kaiserslautern, machen da ein großes Festival. Die Bülerschütze. Festfahren des Landkreises Kusel, der kommt noch vor der. Ja. So. Der Landkreis Kusel mit der Kuseline von Frage. Wer ist die Kuseline? Sagen Sie was zu der Kuseline. Das ist die junge Dame, die da sitzt. Die junge Dame, die da vorne sitzt. Ah ja, die Stadtprinzessin. Ja. Jetzt winkt sie aber darüber und guckt uns gar nicht an. Das ist aber schlecht für Stadtprinzessin, dass er uns nicht erkennt hier. Kuseline, meine Damen und Herren, Ei des Kolumbus. Jetzt kommen die Böllerschützen. Liebe Zuschauer, was Sie hören, war so kracht, das sind die Böllerschützen. Stadtsparkasse Kaiserslautern darf natürlich auch nicht fehlen, das ist ganz klar. In einem historischen Zug, dem Adler. Merken Sie was? Er hat sich zu trinken was mitgebracht. Ja, mir sind wieder die Stiefkinder wie immer. Das liegt aber nur daran, dass ich also schneller einen Frosch im Hals habe wie ihr.
Der DAX Express, das ist eine Eisenbahn, die kann man übrigens mieten, habe ich gelesen. Die kostet so 700 Mark am Tag, wenn man sich die mietet von der Bundesbahn. Und da kann man seine eigene Veranstaltung machen. Also Heide, wenn du die mieten würdest, du könntest also deine ganze Kinder da rein befragen und durch die Stadt fahren. Und hier haben wir wieder das technische Hilfswerk. Aha, in der Regie hat man vernommen, dass der Herr Fontano und alle Durst haben. Und schon kam ein Helfer angerannt. Also man sieht, es klappt beim offenen Kanal. Wunderbar, sogar mit den Getränken. Verein Miesenbach und die lieben kleinen Pippi Langstrumpf, die hüpfen hinterher. Jetzt kommen wunderbare Uniformen, wie ich das so sehen kann. Die rot-weißen Funken. Ich nehme an, das resultiert aus dem Faschingsgeschehen heraus. Ja. Super, wunderbar, wunderbare Bilder. Otto Petri, da muss nächstes Jahr bei der Karnevalverein mit. Ja, ja. Warum ist der dieses Jahr nicht mitgegangen? Hat er kein Geld mehr? Der ist nicht. Ich weiß gar nicht. Weiß also keiner. Also hier ja, rufe ich den Karnevalverein auf, wieder mitzugehen das nächste Jahr. Nämlich der Karnevalverein hat das ganze Jahr ins Leben gerufen. Das war der Herbert Hagen. Ja. Der General Gnüller und der. Richtig, den habe ich auch noch gekannt. Heiner Mildenberger. Hier haben das immer organisiert, daraus entstanden. So, und jetzt dürften die Zuschauer die pfälzische Weinkönigin im Bild haben. Und so, da habe ich mal ein bisschen was notiert. Ich weiß ja, wissen Sie, wie die heißt? Die Birgit die Zwode. Ja, im Nachnamen. Sehen Sie, jetzt bin ich Ihnen schon wieder voraus. Ganz klar. Also, meine Damen und Herren, die pfälzische Weinkönigin. Das Gespann ist ca. 100 Jahre alt, wurde in Kirchheim-Bolanden, wurde das gebaut und wird gezogen von zwei weißen Drakenern. Die Weinkönigin ist die Birgit Weißbrot aus Freinsheim, aus Frensem. Das ist die Weinkönigin. Sie ist also ein Jahr gewählt und im Oktober diesen Jahres in Neustadt wird also die neue Wahl der neuen Weinkönigin sein. Soweit dazu. Übrigens wurde es organisiert von der Weinhandlung Ingrid Mörschel. Die hat also gesagt, dass die Kutsche und die Weinkönigin hier mitfahren kann. Es müssen ja immer ein paar Sponsoren dabei sein, damit sowas auch überhaupt über die Bühne geht. Da haben wir die Jugendfeuerwehr Kaiserslautern. Aha. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich gleich eine kalte Dusche verpasst. Jetzt werden wir abgekühlt. Ja. Die Jugendfeuerwehr Kaiserslautern existiert seit 10 Jahren. Die Jugendlichen sollen also in die freiwillige Feuerwehr integriert werden. Die sollen also ein bisschen lernen, ein bisschen schauen, was da alles passiert. Und zurzeit hat die Jugendfeuerwehr 26 Mitglieder, darunter auch 3 Mädchen, man höre und staune. Also auch die Mädchen sind bei der Feuerwehr und für die Feuerwehr interessiert. Ich habe immer gedacht, das wäre Politesse, die schreibt doch niemand auf. Nee, die gehört außer der Feuerwehr. Ja, so sieht das aus. Dann haben sie also Übungsdienste in 3 Sparten und so weiter und so fort. So, Berlin hat nur einen einzigen Radfahrer. Ja, ja. Das ist doch nicht einmal echter Berliner. Nee. Aber ich glaube, er ist stadtbekannt. Er gehört zu jeder Veranstaltung. Und danach, meine Damen und Herren, und das sieht man jetzt auch schon im Bild, sieht man amerikanische Uniformen. Unsere Freunde aus den USA. Die 76th Army Band. Deutschen Roten Kreuz, das sind die Majoretts aus Waldfischbach.
Giordano, jetzt müssen Sie wieder was. Ja, das ist ein Wagen unserer Partnerstadt Saint-Quentin in Frankreich. Ein herrlich geschmückter Blumenwagen, ganz toll gemacht mit den Kostümen. Ganz fantastisch. Ein wunderschöner Beitrag, gerade in diesem Jahr, ja, wo wir 25 Jahre Städtepartnerschaft feiern können, finde ich das also ganz hervorragend. Auch der Bürgermeister aus Saint-Quentin ist extra gekommen und ist draußen auf der Ehrentribüne. Sehr schön gemacht. Ja, das ist die Größe. Kindergarten und Tagesstätte Dornenstraße mit der US-Kindereisenbahn. Auch die Kleinsten der Kleinen machen hier mit. Und es scheint ihnen auch viel Spaß zu machen. Ist auch was Schönes, mit so einem Eisenbahnchen da durch Kaiserslautern zu fahren. Herr Peter, den Sie auch gerne drin hocken, ne? Ah, jo. Sehen Sie mal, wie das ist. Wollen wir da noch mal drin hocken dürfen? Wollen wir da noch mal drin hocken dürfen? Das sage ich auch immer. Das wisst, was man heute weiß. Ja. Ja gut, Erfahrung schadet aber auch nichts. Nee, macht nichts. Die nächste Zugnummer ist die Kolpingkapelle Ginsbach. Unser Peter Schmidt, der Kameramann, der auf der Straße sitzt, der kommt aus Ginsbach, der wird es also ganz besonders ins Herz schließen. Solange sie nicht treten, weil er ganz nah bei der Musik ist. Die nächste Zugnummer, die wir im Bild sehen, liebe Zuschauer, ist der Festwagen des Vergnügungsvereins Kotten. Da weiß ich eigentlich recht wenig. Ich weiß ja, von daher wissen Sie mehr darüber? Auch das nicht mehr, ist ein, ne? Loser Zusammenschluss, würde ich sagen, Vergnügungsverein. Eine Art Stammtisch, ja, die sich da zusammengetan haben. Machen schon ein paar Jahre mit. Mhm. Da ist ein bisschen recht aktiv. Haben so ein bisschen Fantasiesachen auf, man kann es nicht so klar sehen. Die, der Zug stockt im Moment, der wartet ein bisschen. Nein, das Kottefest wird von unserem Kulturamt unten vom Kulturzentrum Kammgarn organisiert. Ja, so Ideen sind gefragt. Ich meine, an der Stelle kann man das ja mal sagen. Sollen Sie ruhig machen, Wenn Ideen bestehen, die Leute, die Vereine sollen sich an uns wenden, an das Verkehrs- und Informationsamt. Wir sind da also dankbar und nehmen alles, was gut ist, was ich gut darstellen kann, das nehmen wir gerne auf. Also immer so ein paar Ideen sollten schon rüberkommen. Ja, vielleicht können wir jetzt mit der Sendung ein bisschen mithelfen. Das war früher schon so. Hat der ganze Maimarkt-Festzug immer unter dem Motto gestanden. Ja. Gibt es diesmal auch ein Motto? Nein, gibt's, wir haben kein Motto. Das Motto ist ja... Ja, bitte, die Zeiten haben sich geändert und die Finanzkasse haben sich geändert. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ja, das hat früher aber gar nichts gekostet, nicht viel. Da gab es aber einen Verein, Herr Peter, habe ich gelesen, da gab es... Ein Förderkreis mit Kaiserslautern Geschäfte, die der Herbert Hager hat das immer ins Leben gerufen, jedes Jahr, richtig, in der Heine Mühlbeier. Da können wir ja wieder machen, Herr Petri. Und dann, wir rufen den Förderkreis jetzt auf, die sich melden. Wunderbare Maimarkt-Zeitschrift rausgibt. War alles drin, Anekdote, Geschichte, war die Welt holen. Ja. Ich habe auch gewundert, dass der FCK dieses Jahr nicht mitgemacht hat. Das hat aber nichts mit dem UEFA-Cup-Platz zu tun. Ich meine, die sind trotzdem weit hochgekommen. Trotzdem, aber beim Festzug haben die doch nicht. Oder haben sie jetzt vor Trauerwahl der Kali Feldkamp gegen die mitgemacht? Die Spieler sind jetzt schon in Urlaub. Ach so. Die sind im Urlaub, ja. So. Ich habe gedacht, die sind jetzt traurig. Und die Spiele werden zu uns halt geflickt. Die werden geflickt, genau. Da werden die Löcher zugemacht. Ah, schon können die ja nicht mehr spielen, geht die Luft raus. Die sagen sich jetzt zu Hause, wir retten lauter Unsinn, bloß weil der Zug stehen geblieben ist. Aber so kriegen wir auch ein bisschen Verschnaufpause. Jetzt sind wir wieder weg vom Bild. Ja. Ja, jetzt stockt er halt mal ein bisschen so ein Umzug. Das ist bei der Organisation immer das größte Problem. Ja, das macht nichts. Aber ich nehme an, dass die Spitze ziemlich den Messeplatz ja schon erreicht hat und der Auflösungsprozess beginnt jetzt. Im Auflösungsbereich sich wieder... Der Herr von Danu war in seiner Jugend. War er immer so der Mischer, der hatte deine ganze Zug überwacht mit dem Noch vor ein paar Jahre, habe ich das machen dürfen. Ja. Jetzt geht's wieder weiter.
Jetzt die Kamera schon auf dem DLRG. An uns fährt immer noch der Vergnügungsverein Kotten vorbei. Wir haben aber jetzt schon im Bild haben wir schon die Deutsche Lebensrechnungsgesellschaft. Ich will bei der Gelegenheit auch immer mal sagen, meine Damen und Herren, das ist eine Sache, die sollte man unterstützen. Das hat mit Werbung nichts zu tun. Das sind einfach notwendige Organisationen, die mit vielen ehrenamtlichen Helfern immer wieder bereit sind, Leute zu retten und weiterzuhelfen. Das ist das, die werfen immer die schöne Sache, bloß wir haben doch ein Dach oben drüber und da kriegen wir nichts. Ja, wir sind immer die, die nichts davon haben. Ne? Ja, ja. Jetzt noch zwei hätten. Wenn noch was drin gewesen wäre, hätte ich ja bügeln müssen. Ne? Steht unter dem Motto ganz schön spritzig, steht also die DLRG-Jugend mit ihren Sachen. Kommt noch ein Boot vorbei, das scheint das Rettungsboot, also eines der Boote zu sein. Ne? Ja, ja. Und die Kinder laufen hinterher, machen sich nass mit Wasser, denen geht es besser wie uns. Wir müssen uns von innen nass machen während der Kerbe, das wird eine harte Sache wieder, ne? Ja, ja. Wenn es was gibt. Ja, aber müssen wir gucken. Ja. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt kommt der Wagen vom Tierschutzverein Kaiserslautern. Mhm. Der Tierschutzverein feiert am 11. und 12. Juli im Tierheim Altes Forsthaus 11 in Kaiserslautern sein 60-jähriges Bestehen. Finde ich ganz prima, den Beitrag, dass da also was passiert. Da werden auch immer die Leute wieder aufgefordert, geht mal ins Tierheim, schauen Sie sich mal um, meine Damen und Herren, ob Sie denn das ein oder andere Tier für sich, bei sich zu Hause unterbringen können. Es gibt ja immer schwere Schicksale, die die Tiere zum Teil haben. Und auch die Tierheime sind ja froh, wenn die Tiere in gute Familien kommen. Halten. Das soll man ruhig mal erwähnen bei der Gelegenheit. Das kann man erst mal sagen. So, jetzt haben wir den Badmintonverein. Der ist gegründet 1983, resultiert eigentlich aus der Handballabteilung des Danzenberger Handballvereins, hat zurzeit 250 Mitglieder, ist also ein sehr starker Verein. Die könnten auch mehr Mitglieder haben, aber da fehlen im Moment noch die Turnhallen, weil die müssen extra ausgemalt werden für das Badminton. Das war die ganze Zeit nicht so. Und so ist das noch ein bisschen begrenzt. Badminton kommt übrigens aus der Grafschaft Badminton aus England. Und da haben ja die Damen und Herren früher mit Sektkorken gespielt, an denen Federn dran geklebt waren. So ist das eigentlich entstanden. Das kennen wir ja alles als Federballspiel, aber das wird halt auch sportlich genutzt. Ich darf auch noch erwähnen, Badminton ist jetzt das erste Mal olympische Disziplin geworden. Und das heißt, bei den Olympischen Spielen wird man also Badminton jetzt das erste Mal richtig wieder erleben. Wir haben das zur olympischen Disziplin erhoben. Jetzt haben wir schon im Bild den Fanfarenzug Alsenborn. Da habe ich mal sagen lassen, ist der ganze Verein dabei, der ist total ausgeflogen. Alle marschieren mit, sind ungefähr 30 Mitglieder. Oh, Herr Petri, vorhin habe ich was ganz Falsches gesagt. Der Karnevalverein Kaiserslautern, jetzt kommt er, jetzt kommen ihre Menschen. Ja. Oh, da haben wir kriegen wir aber böse Beschwerden, Herr von Dahner. Der hat die Höflinge, aber ganz böse. Oh, ja. Ich bin auch gewundert, das wäre ja auch ganz schlimm gewesen, wenn die das, nicht dabei das Ganze, wäre. Der ganze, alles hieß, der ganze Weinmarkt umzug, stammt vom Karnevalfreund. Der hat die Ursprünge ins Leben gerufen. Mit dem Herbert Hager. Also bei der nächsten Sitzung wird der Herr von Dano wahrscheinlich ausgeschlossen, weil er die jetzt vorhin so vergessen hat. Doch. So scharf sind sie nicht. Der Prinz Kasimir wird schon ein paar Takte sagen, der Karl. Ja. Da komme ich jetzt Ärger, aber. Da muss er in der Schiff tun, da ist das alles vergessen. Ah ja, bei der Ulga wäre in den Kerker gekommen. Ja, sowieso. Ah, gell? Ja. Die Ulga hätte auch gespannt. Ja. Ich muss auch mal erwähnt werden, wir haben gerade die Tanzgarten. Die Tanzgarten sind ja sehr erfolgreich beim Karnevalverein Kaiserslautern. Die räumen ja alles ab, was es an Meisterschaften zu gewinnen gibt. Also ständig in den vordersten Plätzen, muss man sagen. Die Anfänge, da haben wir als, wir waren froh, wo wir 10 Gardemädchen gehabt haben. 10, 6, 7 waren es als. Und heute sind es Hunderte. Sind auch gut betreut. Ja, man sieht auch, dass viel Jugend hier mitmacht. Ne? Ja. Das macht alles die Frau Lismeister. Ihr könnt ja viel Training und viel alles Mögliche dazu. Viel Zeit muss man da aufwenden. Ach,
schnell mal da oben ab. Du marschierst selbst mit, die Doris Lorenz. Wo ist er? Die Kommandee ist also die. Ah ja, ja. Aha. Das Ganze euch studiert. Liebe Zuschauer, wenn Sie eben eine gehört haben, Anweisegeber ist der Peter Schmidt, der immer von einem Einsatzort zum anderen springt und sagt, wo die Kameras hingehalten werden müssen. Denn wir sind hier mit drei Kameras unterwegs. Eine steht auf dem Feuerwehrwagen auf der Leiter, das können Sie leider im Moment hier nicht sehen. Es ist schon ein gewaltiger Aufwand, bis das alles so gestanden hat. Das muss man mal sagen. Das ist die Juniorengarde. Aha. Bei der Gelegenheit möchte ich mich mal auch bei allen bedanken, die hier bei der Organisation mitgeholfen haben, dass wir hier stehen dürfen, dass wir die Kameras aufbauen durften. Es gehört schon einiges dazu. Seit heute Morgen um 10 ist alles im Einsatz, um die Sendung zu fahren. Und das alles für Elfläche Bier? Das alles für Elfläche Bier. Oh, ja, vielleicht springt da noch eine Bratwurst dabei raus. Das wissen wir noch nicht. Aber das nenne ich halt immer Einsatz. Das war doch zu Ihrer Zeit auch nicht anders. Hat man es doch aus Spaß und an der Freude gemacht. Ne? Ja. Ja, nur. Viele hübsche Beine sieht man hier. Die Kamera, die nehmen Sie jetzt nicht auf, aber wir kennen es von dir aus sehen, Herr Petri, gell? Ja, zu meiner Zeit war das noch nicht, wie ich Präsident war. Haben wir die nicht gehabt? Nicht? Nee. Ach, die hübschen Beine habt ihr das auch gehabt? Ja, die waren noch nicht auf der Welt, die hübschen Beine. Ach so, ja, die nicht, aber früher gab es ja ein paar. Ne? Jo, so ist ja nicht. Das sowieso. Sie können ja nicht sagen, dass früher alles. Bloß haben wir nicht nur geguckt, das haben wir nicht getippt. Das glaube ich Ihnen nicht. Wenn Sie? Nee, also Sie können mir viel erzählen da am Fernsehen, ne? Aber alles nehme ich Ihnen nicht ab, dass Sie nicht noch dabei geguckt haben, das glaube ich nicht. Ja, nein, wir waren noch keusch. Ja, ja. Hallo. Jetzt kriegen wir wieder Briefe, warten Sie mal ab. So, nach dem Karawanenverein soll eigentlich der BMW und Rallye Club Kaiserslautern mit den Jugendkarts kommen. Da sieht man schon im Bild einiges an Technik. Ja, da haben wir schon fast wieder das Ende des Zuges erreicht. Ja, wir sind schon fast. Wir sind bei der Zugnummer 44. Wir haben noch zwei Stück. Ne? Sieht man die Go-Karts, die kleinen, ne? Die Buben fahren. Werden frühzeitig mit den Autos vertraut gemacht, was auf die Zukunft später. Ja, ja. Bloß hat die noch kein Problem mit der Baustelle. Der BMW in Rallye Club. Ja, wer sich mal dafür interessiert, beim Altstadtfest werden die wieder im Schulhof so eine Kartbahn aufbauen. Und wer Interesse hat, kann dann fahren. Ja, okay, sicher. Erstes Juliwochenende. Erstes Juliwochenende. Dritter, vierter, fünfter. Ich habe Werbung gemacht für unsere nächste große Veranstaltung. Richtig, 3., 4., 5. Juli. Jawohl. Genau. Da wird auch wieder was los sein. Da werden alle Bürger wieder aufgefallen, in die Altstadt zu kommen und richtig einen drauf zu machen. Der nächste Punkt ist Harris-Tanz-Garde. Siedlergemeinschaft Pariser Straße. Scheint von den Uniformen auch so ein bisschen faschingsmäßig angehaucht zu sein, nehme ich an. Mehr Informationen hat man mir leider nicht gegeben. Aber es sieht auch so aus wie die Fasching. Die machen auch Fasnacht, Ich sage immer Fasching, was sagt ihr Fasnacht in Lauter? Ne? Lauter sagt man Fasnacht. Sagt man Fasnacht. München, in Bayern sagt man Fasching. Ja. Als Zugabschluss, meine Damen und Herren, haben wir den Fanfarenzug Bann. Ich darf aber... Naja, wir warten noch ab, bis er vorbei ist oder dass er halb vorbei ist. Und dann darf ich mich noch vor allen Dingen bei den vielen Helfern namentlich bedanken, die heute mitgeholfen haben. Jetzt bitte ich die Regie auch noch ein bisschen aufzupassen. Ihr könnt als, wenn ich fertig bin mit den Namen, könnt ihr dann noch den zweiten Einspielfilm abfahren über den Maimarktumgang von gestern. Und dann würde ich sagen, das soll es dann gewesen sein. Aber jetzt lassen wir erstmal noch den Fanfarenzug vorbeigehen. Fanfarenzug Bann. Schwarz-gelbe Fahnen und Uniformen. Ich
So, liebe Zuschauer, das war auch schon das Ende des Zuges. Wir dürfen uns recht herzlich bedanken beim Herrn Fondano, bei der Heide Fischer-Müller, beim Herrn Petri, dass sie so tatkräftig mich hier unterstützt haben. Denn alles kann einer allein nie wissen. Es muss immer so nachgefragt werden, wo alles herkommt und was alles passiert. Und ein Mann mit Erfahrung ist immer wichtig bei sowas. Nochmal herzlichen Dank. Wir sehen uns ganz bestimmt noch auf dem Maimarkt. Hat Spaß. Dankeschön. Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz besonders bedanken bei der städtischen Feuerwehr, dem Maschinisten Harry Jung, die mit der 30-Meter-Leiter und einem 11-Tonnen-Fahrzeug hier uns unterstützt haben. Ich darf den Klaus Schlicher nennen, der uns das alles vermittelt hat, auch ein Angehöriger der städtischen Feuerwehr und auch ebenfalls Mitarbeiter von U30. Unser Dank gilt der Stadtverwaltung Kaiserslautern, den Verkehrsweiser, Herrn Fondano habe ich schon genannt. Er ist ja der Leiter des Informationsamtes und den Herrn Dausmann. Die Herren sind natürlich auch die Organisatoren des Maimarktzuges. Sie sehen hier noch ein paar abschließende Bilder von den Rettungseinsatzwagen, die noch mitfahren. Dann von der Stadt Herrn Werner Hollinger, Herrn Hartmut Wilking, dem Marktleiter Herrn Klein, herzlichen Dank. Die Hilfe vom Rathaus von Herrn Recht und Herrn Dressing. Dann herzlichen Dank an die Pfarrei St. Martin, Pfarrer Norbert Kaiser und seine Mitarbeiter lieferten Strom- und TV-Kabelanschluss aus der Steckdose. Die Firma Europcar stellte uns den Gleitlaster, von dem wir hier kommentiert haben. Und die Firma Elektro Werner Zott macht Ton und Beschallung und ist Mitarbeiter bei U30. Die Familie Professor Dr. Greinberg, auch der herzlichen Dank für das zur Verfügung stellen ihres Geländes. Und wir haben ja da die Kabel durchlegen müssen, ist auch immer ein bisschen mit vielem Aufwand verbunden. Dann nochmal Dank an den Vorsitzenden des Schaustellerverbandes, Herrn Wilhelm Henn, der Stadtsparkasse und der Leiterin der Werbeabteilung, Frau Elke Rottmüller, vor allem dem Gasthaus zur Burg, der Familie Memmer, die unser Team tatkräftig mit Getränken unterstützt hat, damit wir hier auch nicht verdursten bei der großen Hitze, und natürlich der Bayerischen Brauerei Kaiserslautern, die ebenfalls dafür gesorgt hat, dass man uns hier anständig getränkemäßig verpflegen kann. Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, das war's vom Maimarkt 1992. Vielleicht kann die Regie jetzt den nächsten Einspielfilm noch kurz abfahren. Wir dürfen uns hier bedanken, wir dürfen uns verabschieden. Gehen Sie alle zum Maimarkt. Viel Spaß, tschüss, auf Wiedersehen.